So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe ein paar Neuigkeiten für euch. Und zwar werde ich meinen Kanal von Grund auf neu machen. Ich habe bereits alle Videos gelöscht, die ich jemals gemacht habe. Und das wird halt alles neu gemacht. Ich werde meinen Kanal jetzt ein bisschen anders aufbauen, obwohl es sehr ähnlich war zu dem, was ich vorher hatte. Ich werde halt so eine Playlist machen mit Announcements, so wie dieses hier, dann halt Kommentare, wo ich mein Bestes zum Alltäglichen gebe, Sachen, die ich gut finde oder nicht gut finde, die mich stören, die mich begeistern, was halt dann mir über den Weg läuft sozusagen. Und dann natürlich die ganzen Let's Plays. Das wird halt so laufen, da gibt es für Computer viele StarCraft, also viele Blizzard-Spiele, so wie StarCraft 1, 2, Hearthstone, Warcraft 3 werde ich machen, vor allem das Neue, wenn es rauskommt im Dezember. Und vielleicht auch 1 und 2, die Vorgänger, das muss ich mir dann noch angucken. Eventuell habe ich mir auch gedacht, Diablo 1 und 2, weil Diablo 2 habe ich mir halt vor 3 Monaten nochmal für 5 Euro gekauft irgendwie. Und dann, ja, wenn ich das hinkriege, das zum Laufen zu bringen, wird es auch Heroes of Might and Magic 3 und 4 geben. Aber bei Heroes of Might and Magic 3 habe ich das mit dieser Open Broadcaster Software nicht hingekriegt. Also weiß ich nicht, ob ich dieses Problem jetzt gelöst kriege, aber falls ja, wird es das auf jeden Fall auch geben. So, dann wird es auch Oldschool-Spiele geben, so wie Dune 1. Das habe ich jetzt auch genau als letztes aufgenommen. Und da war aber halt das Mikrofon so schlecht, da war meine Stimme einfach weg. Also ich war sozusagen unterbrochen von meinem eigenen Mikro. Das hat mich echt angekotzt, weil ich das im Videoschneiden mitgekriegt habe. Und das hat mich dann halt auch dazu veranlasst, heute mir dieses Mikrofon zu holen. Ein Quadcast HyperX. Ich bin bisher auch ganz zufrieden damit, ist ein bisschen anders jetzt das Ding so vor sich stehen zu haben, statt hier das hier einfach zu haben, aber naja. So, und dann ist halt Dune 1 in der Reihe und habe ich mir gedacht, vielleicht nehme ich dann auch gleich Dune 2 mit und Dune 2000 und dann gibt es noch ein anderes Dune, was ich noch nicht so kenne. Aber ich habe mir jetzt eher an die Retro-Dinger gedacht in dem Fall. Dann gab es halt auch Super Nintendo bei mir, Zelda. Dann Secret of Mana, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Dann möchte ich gerne Mystic Quest Legend machen, was auch ein Rollenspiel ist. Und dann gibt es halt noch Illusion of Time und Terranigma. Wobei Illusion of Time habe ich nie so gespielt. So, und als letztes so ein bisschen Strategie mit Time Marines vom Super Nintendo. Also das ist so der erste Eindruck von dem, was ich jetzt machen werde. Ich weiß auch noch nicht, womit ich genau anfange. Weil ich meinem Bruder erzählt habe, dass ich jetzt Dune 1 mache und ich mich freuen würde, wenn er sich das anguckt, weil ich genau weiß, dass er das früher auch gespielt hat. Und vielleicht fange ich damit an, aber vielleicht mache ich jetzt auch einfach mehr Hearthstone. Weil ich bin halt immer wieder eine Legende. Jetzt bin ich, glaube ich, aktuell der 33. Irgendwas mit zwischen 29 und 33. in Europa, in Wild. Das ist schon ziemlich ordentlich, sag ich mal. Weil ich ja auch ein bisschen geschummelt habe. Ich war sehr, sehr früh Legende gewesen und habe dann einfach gar nicht mehr gespielt. Und alle, die halt nach mir kommen, haben halt automatisch einen höheren Rang und müssen dann halt, also einen niedrigeren Rang, und müssen dann halt ganz schön strampeln, um dahin zu kommen, wo ich gerade bin. Aber ich wollte diesen Monat einfach mal gucken, was passiert, wenn ich gar nicht spiele. Und da ich gleich am 2., 3. Oktober Legende wurde, dachte ich, okay, komm, mach ich's mal einfach. So, okay, so viel zu mir. Ich hoffe, die Neuauflage wird euch gefallen. Ich bin schon mal sehr zufrieden mit meinem neuen Mikrofon. Ich habe jetzt auch gelernt, wie man Videos schneidet. Das ist auch alles noch nicht so perfekt, aber es wird immer besser und besser. Und ich hoffe, dass ich halt dann Inhalte produzieren werde, die mir Spaß machen, die euch Spaß machen und die unsere Welt insgesamt bereichern können. Okay, so viel zu mir. Alles, alles Liebe und ja, macht's gut.